Jo Leute, was geht? Ich habe immer nach langer Zeit wieder die neuesten Videos der Prank Bros reingezogen und muss sagen, Bruder, was ist denn da schon wieder los? Die Videos der beiden Brüder Calvin und Marvin landen immer häufiger in den Trends und sind wirklich einfach nur noch Comedy Gold. Langsam glaube ich nämlich, dass die den Content absichtlich so schlecht gestalten, weil gerade das Trashige die Zuschauer extrem gut unterhält. Aus diesem Grund werden wir uns mal das letzte Videos der Prank Bros rauspicken und komplett auseinandernehmen, denn ich vermute ganz stark, dass sie ihre Videos einfach weiter faken. Ich kann mir nämlich nicht anders vorstellen wie sonst beim Video, schaue niemand South Park Film um 3 Uhr nachts, Kenny kommt zu uns nach Hause, eben Kenny zu Besuch kommen soll. Außer es handelt sich hierbei um Kenny von Kenny K ASMR. Aber der Reihe nach, die Prank Bros sind ja absolute Profis darin, ihren Content mit den einfachsten Aussagen brutaler in die Länge zu ziehen als jede Streckbank im Mittelalter. Gerade am Anfang sagen die beiden, worum es in diesem Video geht. Also um eine 3 Uhr nachts Challenge und um eine South Park Folge, die angeblich nur einmal im Jahr ausgestrahlt wird. Und diese Aussage wird so oft in die Köpfe der Zuschauer eingehämmert, damit wirklich auch der letzte checkt, worum es hier geht. Heute neue 3 Uhr nachts Challenge und zwar, Leute, sind wir sehr, sehr gehypt. Heute gucken wir eine Folge South Park, die kommt nur noch einmal im Jahr oder so und das ist heute. Wir haben zwischen 3 und 4 Uhr nachts, ne? Genau, und wir haben jetzt gleich 3 Uhr nachts. Wie kommt diese Folge nur einmal im Jahr und zwischen 3 und 4 Uhr, wir haben jetzt gleich 3 Uhr nachts heute. Auf jeden Fall haben wir gehört, dass es nur einmal, gibt nur einmal im Jahr, ja, und zwischen 3 und 4 Uhr und 3 Uhr und wir haben jetzt gleich schon 3 Uhr. Puh, also zum Glück sagen die beiden das innerhalb von 2 Minuten wirklich so oft. Ich hätte es vermutlich sonst sofort wieder vergessen, aber diese Infos werden wir uns nochmal für gleich merken, denn da wird es nochmal richtig wichtig. Denn ich habe da so meine Zweifel. Na gut, die Prank Bros holen sich danach Getränke und machen es sich auf dem Bett von Calvin ja so richtig gemütlich, um die besagte ultra seltene South Park Folge einfach anzusehen. Dabei fiel mir direkt die unrealistische Gestaltung des Kühlschranks auf. Ich meine, welcher Freak außer Unge hat in seinem Kühlschrank nur Hafermilch, Pilze, Zitronen und ohne Ende Cola drinstehen? Wer soll euch das bitte abkaufen? Alleine daran merkt man, dass in diesem Video nicht alles mit rechten Dingen zugehen kann. Nachdem es sich die Streichbrüder dann auf dem Bett gemütlich gemacht haben, passiert wirklich das absolut Unerwartete. Mal gucken, was passiert. Boah, was denkst du, was passiert? Boah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall müssen wir auch warten, bis die Folge überhaupt erstmal losgeht, ne? Genau. Calvin? Bist du sein Bild? Yo. Hing da gerade einer, Alter? Alter. Bro, es geht einfach los, was? Nach fast 3 Minuten geht das eigentliche Video dann allmählich los, als der Fernseher von Marvin plötzlich wie von Geisterhand angeht und mitten in der besagten South Park Folge startet. Ganz ohne Fernbedienung, da muss ich einfach sagen, dass es technisch nicht möglich ist, dass ein Fernseher einfach so angeht. Da die Prank Bros seit einiger Zeit nur noch Calvin und Marvin heißen, also keine Pranks mehr aufnehmen, gehe ich einfach mal davon aus, dass es sich hierbei um wirkliche paranormale Interaktion handelt und die Prank Bros wirklich verflucht sein müssen. Ich meine, man sieht schließlich keine Fernbedienung im Bild, also kann es ja wirklich nur so gewesen sein. Ein weiterer Beweis dafür, dass da draußen etwas Verstörendes ist. Ich finde es by the way auch mega heftig, wie Melvin oder Calvin seinen Mund innerhalb von einer Millisekunde von diesem Zustand hier in diesen umwandelt. Als Laie würde man hier glatt meinen, dass hier ein Schnitt gesetzt wurde, um den Fernseher unauffällig einzuschalten. Aber so schätze ich die beiden einfach nicht ein. Aber dann ist es soweit, meine Freunde. Denn die South Park Folge startet und jeder Fan der Serie wird innerhalb von einer Sekunde sagen können, um welche Folge es sich hierbei handelt. Die Prank Bros fügen noch hinzu, dass diese Folge einfach niemals ausgestrahlt wird. Genau, die ist auf jeden Fall special, die Folge. Mal schauen. Genau, ich glaube, die wird doch nie so ausgestrahlt wie jetzt. Aber jetzt haltet euch fest, das ist einfach erstunken und erlogen. Es handelt sich hierbei nämlich um Episode 15, Folge 14, Immer Ärger mit Prol Trash. Nach einer kurzen Recherche und einem Telefonat mit Comedy Central konnte ich investigativ für euch herausfinden, dass die Prank Bros hier einfach eiskalt gelogen haben, denn die Folge wurde allein in den letzten Monaten knapp 4-mal ausgestrahlt. Und das enttäuscht mich als jahrelanger Fan wirklich gewaltig, muss ich sagen. Und auch die Uhrzeiten sind fernab der im Video 20 mal erwähnten 3 Uhr Marke. Hier wurden die Zuschauer offensichtlich mal wieder an der Nase herumgeführt und knapp 10.000 Leute haben die offensichtliche Lüge einfach geglaubt. Ich verstehe auch nicht, warum YouTube dagegen einfach nichts unternimmt und so ein Content überhaupt noch existieren darf. Es ist auch total verrückt, dass man nur wenige Sekunden der Folge sieht und Folgendes gesagt wird. Voll gruselig die Folge, ne? Ja, kenne ich auch gar nicht. Ja klar, die verrückten Eltern holen etwas aus dem Kühlschrank raus und etwas Gruseligeres kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und natürlich kennt er die Folge nicht, obwohl er am Anfang das hier gesagt hat. Leute, kennt ihr South Park? Hast du das geguckt immer? Oder in der Kindheit. Es ist außerdem auch extrem interessant, dass die zwar die Folge schauen, aber in Wirklichkeit gucken sie nur komisch durch die Gegend. Und nach wenigen Sekunden kommt dann der erste Beweis dafür, dass sie hier wirklich diese eine Folge unbedingt sehen wollen. Sollen wir ausmachen im Fernseher? Sollen wir ausmachen im Fernseher? Hä?
Ich meine, wer kennt's nicht? Man macht es sich gemütlich, weil man sich einen Film ansehen will und nach ein paar Sekunden fragt man seinen Kollegen, sollen wir ausmachen? Wir sind zwar jetzt bis 3 Uhr wach geblieben und die Folge kommt nur einmal im Jahr, aber who cares? Aber ab jetzt wird's wirklich spannend, denn Kenny stirbt wie in jeder Folge und der Fernseher geht plötzlich wieder wie von Geisterhand aus und plötzlich klebt ein Zettel an der Scheibe mit einer geisteskranken Nachricht. Leute, yo. Kenny ist doch gerade da gestorben und jetzt steht da, ich lebe noch. Meinst du, das hat das mit Kenny zu tun? Muss zusammenhängen. Und genau dann ging der Fernsehen aus und jetzt kommt dieser Zettel. Nach dieser kleinen Aufregung kennen die Prank Bros aber auch das beste Mittel, um sich erstmal zu beruhigen. Muss mal ein Cappuccino machen, oder? Okay, ein bisschen Koffein. Erstmal runterkommen. Und wir gucken uns hier jeden Raum wieder an, ne? Erstmal machen wir uns kurz einen Kaffee. Wie creepy, ne? Unnormal creepy. Really? Um 3 Uhr morgens klebt euch irgendein Psychopath einen Zettel an euer Fenster, um zu sagen, dass er noch lebt. Und um runterzukommen, gönnt ihr euch erstmal eine Ladung Koffein durch ein Cappuccino? Wer zum Teufel trinkt Cappuccino, nachdem man sich eine Cola reingeorgelt hat? Tatsächlich kann Koffein sogar bei einigen Menschen Angstsymptome auslösen. Und wer sich in so einer lebensbedrohlichen Situation befindet wie die Prank Bros, sollte das eigentlich tunlichst vermeiden. Wie dem auch sei, Marvin und Calvin verlassen dann den Raum, um Kaffee zu trinken und hören plötzlich wieder Geräusche aus dem Schlafzimmer und bemerken, dass plötzlich irgendwas mit dem Bett nicht stimmt. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Marvin, hast du da Kissen abgelegt oder warum sieht das gerade so fett aus? Kenny! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Excuse me, what the fuck? Ach Mann, Junge, da hat sich doch jemand einfach als Kenny verkleidet und will einfach nur in deinem Bett schlafen und die beiden denken, dass es sich hierbei wirklich um den echten Kenny aus South Park handelt. Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Allein schon an der Körpergröße fällt einem doch hier auf, dass hier etwas nicht stimmen kann. Merken die überhaupt noch irgendwas? Außerdem sieht man nirgendwo Spuren eines Einbruchs. Ist er einfach in der Wohnung gespawnt oder was? Aber auch hier sieht man, wie unnormal unmenschlich Kevin einfach mit dieser Situation umgeht und mit dem Baseballschläger direkt den verkleideten Mann ausnocken will. Kenny, wie komme? Der hat sich in Luft aufgelöst, Mann. Was? Ich meine, die wissen ja nicht mal, was der will. Gewalt ist nur die Sprache der Dummen, fragt Oliver Pocher. By the way, ist der Typ, der sich zum Schlafen ins Bett gelegt hat, Model bei Amazon und alleine deswegen schon total vertrauenswürdig. Ich meine, welcher Kriminelle lässt sich sonst bitte in der Öffentlichkeit ablichten und lauert dann um 3 Uhr morgens South Park-Fans auf? Ich bitte euch. Auf jeden Fall ist Kenny plötzlich nicht mehr auffindbar. Vielleicht ist er wieder im Schrank drin. Ja, war doch Kenny. Da, wo Granny war, weißt du, als Granny da war? Stimmt. Vielleicht ist er im Schrank genauso wie Granny? Junge, was passieren da bei den Prankbros für absurde Fetischpartys? Bin ich der Einzige, der jetzt an sowas gedacht hat? Plötzlich nimmt das Ganze aber eine komplett absurde Wendung, denn aus dem Zimmer von Marvin kommen extrem laute Geräusche und wer hätte es gedacht? Natürlich steht Kenny mitten im Raum. Was siehst du? Kenny? Kenny. Ich rede das, Kenny. Willkommen in Frieden, Kenny. Kenny, alles gut. Wir wollen dir nichts Böses. Ihr kommt in Frieden? Warte, wie war das noch gleich? Okay, also spätestens aus dieser Perspektive und mit diesem Blick auf den Spiegel hätte es Marvin auffallen müssen, dass es nur eine Verkleidung ist. Auch die Körpergröße hier im Vergleich ist wirklich sehr auffällig. Zudem sind die Schnüre von Kennys Maske einfach oben, Gravitation komplett durchgespielt. Wie kann man das nicht merken, Mann? Oh Mann, Alter. Es ist auch wirklich sehr clever von den Prank Bros, dass der Fernseher im Hintergrund noch eingeschaltet ist und man erkennen kann, dass die Aufnahme um 21.42 Uhr gemacht wurde. Also hier bin ich spätestens wirklich absolut enttäuscht. Mir wurde ein 3 Uhr nachts Video versprochen und das Ganze wurde nicht mal um 3 Uhr nachts aufgenommen? Come on! Sollen wir mit Kenny South Park gucken? Willst du den Film weiter gucken? Leute, gebt einen Daumen hoch, wenn wir mit Kenny jetzt rüber sollen. War das die Botschaft auf dem Zettel? Ich lebe noch und er will den Film mit uns jetzt weiter gucken. Leute, gebt einen Daumen hoch, wenn wir das machen sollen. Leute, Daumen hoch, gibt's die Kraft, dass wir es durchziehen. War sehr gruselig. Auch das macht aus mehreren Perspektiven einfach keinen Sinn. Das Video wird erst später hochgeladen und die Leute sollen einen Daumen hoch geben, wenn sie mit Kenny weiter South Park gucken gehen sollen. Die Streichbrüder drehen Kenny den Rücken zu. Ich meine, wer würde das nicht machen, wenn eine ominöse Gestalt im Zimmer steht, dem man noch vor wenigen Minuten windelweich prügeln wollte, und gehen dann wie in Zeitlupe rüber ins andere Zimmer. Und Marvin kann überraschenderweise kaum noch einen geraden Satz rausbringen. Genau, wir passen uns. Willst du einen Snack, Kenny? Wir können dir auch einen Snack geben. Okay, anscheinend will er keinen Snack, das heißt, Leute. Er will den Film weiter mit uns gucken. Ohne reden. Ich passe mich jetzt sein Tempo an, der ist sehr langsam gerade. Genau. Auf jeden Fall gucken wir den South Park Film weiter. Und ich hoffe, der Film kommt wieder angesprungen.
weil der lief einfach eben. Und ich weiß nicht, ob wir den wieder ankriegen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr den lauten Schlag mitgekommen? Den hat Marvin natürlich nicht gehört und auch das Geräusch, was dabei entsteht, wenn ein ausgewachsener Mann auf den Boden fällt. Was mich aber am meisten beeindruckt, ist die Tatsache, dass Kenny Calvin umhaut, ohne ihn auch nur im Ansatz zu berühren. Der ultra-realistische Flug von Calvin hat aber auch an der Stelle wirklich einen Preis verdient. Natürlich fällt Kenny auch noch über Marvin her und das Video endet an der Stelle mit der Frage, ob überhaupt noch ein Video in Zukunft kommen wird oder nicht. Es ist wirklich super enttäuschend, wie die Prank Bros ihre Zuschauer in den letzten Sekunden ihres Lebens einfach für Narren halten und davon ausgehen, dass man nicht mal merkt, dass es sich hierbei gar nicht wirklich um Kenny handelt. Das Schlimmste ist aber, dass das Video wirklich gar nicht um 3 Uhr morgens entstanden ist. Also das ist ein Punkt, mit dem ich wirklich überhaupt nicht gerechnet hätte. Ein Glück, dass Kenny scheinbar ebenfalls ahnungsvollen YouTube hat und das Video danach noch auf dem Kanal hochladen konnte. Was denkt ihr? Haben die beiden einen Oscar für das beste Drehbuch verdient? Schreibt es mir in die Kommentare und sollen mehr solcher Videos kommen? Bei 1000 Likes gibt es demnächst weitere Teile. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao.